Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und, Entschuldigung, wir sind hier in welchem Dorf ist das überhaupt? Ach, das ist noch vor Novigrad, okay. Ja, wir sind hier, weil wir die weiße Dame töten sollen. Das ist eine Mittagserscheinung von einer Frau, die eigentlich heiraten sollte und, naja, sich dann mit einem Dolch die Venen aufgeschnitten hat. Den Dolch haben wir. Jetzt müssen wir nur noch sie finden. Aber es sollte nicht das Problem sein. Die ist ja immer ein Feuer. Gut. Ach ja, die muss ich ja, glaube ich, auch wieder mit. Warte mal, wie mache ich denn das? Mach erstmal Schutzschild an. Dann warte ich mal ein bisschen. Okay, ich glaube, ich soll es vielleicht andersrum lieber machen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Falle aufstehen können und jetzt direkt drauf. Okay. Dann haben wir sie schon mal schön weit. Und die ist direkt wieder in die Falle rein. Sehr, sehr gut. Oh. Okay. Einmal Schutzschild an. Klein. Ja, alle hin. Und das war's. So, Mittagserscheinungsmutter gehen. Und Deitwehen und Mittagserscheinungstrophäe. Die brauchen wir natürlich. Deitwehen, plus 3 Schaden, plus 15 Keltschaden und plus 1% Chance auf Einfrieren. Allerdings, naja, kein kritische Trefferbonus und Chance drauf. Für 3 Schaden. Nee. Nee. Und Chancen auf Einfrieren haben wir drüben auch. Ja, und 15 Kälteschaden. Naja. Nee, lohnt sich nicht. Und dann geben wir mal der Witwe die Trophäe und. Wobei es Trophäe, ne? Für sie wird es keine Trophäe sein. Aber holen uns unsere Belohnung. Und Fernek ist das. So hieß es. Entschuldigung. Und da ist Helma. Was, wenn ein Halbling Hexer? Sei gegrüßt, Hexer. Ich habe die weiße Dame besiegt. Problem gelöst. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn und möge das Glück dir hold sein. Vielen Dank. Was haben wir bekommen? Bin ich jetzt mal gespannt. 260 EP. Schon eine ganze Menge. 184 Kronen ist okay. Oh, ist auf jeden Fall ganz gut. Gut, ich denke, wir schauen mal bei den Hexeraufträgen durch. Da müssen wir auch bestimmt noch irgendwas Kleines haben. Stufe 15 hier zum Beispiel. Tödliche Wonnen. Ja, eine schwarze Perle werde ich ja noch nicht unbedingt machen. Und da müssen wir zum Platz des Hierarchen. Ja, da können wir auf jeden Fall auch mal so hin wieder. Ist der jetzt nicht so weit und... Warte mal, gab es hier nicht noch einen Händler? Da oben. Nee, ist nur ein Schleifstein. Aber da gibt es einen Händler. Da gibt es sogar einen Schmied, oder nicht? Das müsste unser Schwertschmied sein. Da können wir bei ihm mal vorbeischauen. Vielleicht können wir von der Katzenschulausrüstung ein bisschen was bauen. Seltsam sieht er aus. Das wäre natürlich perfekt. Vielleicht so Silberschwert. Könnte man, glaube ich, mal wieder austauschen, oder? Ich weiß gar nicht, wann wir es jetzt letztes Mal ausgetauscht hatten. Merkt mir das nicht so wirklich. Schaue einfach, wenn ich neue habe, ob die besser sind oder nicht. Da drin ist immer noch eine Leiche in dem Haus. Die wir theoretisch blindern könnten, aber. Okay. Ist
ist okay, sollte liegen bleiben. Und dann schauen wir mal. Grüß dich, Aper. Grüß dich, Gerard. Was kann ich? So, ich möchte mal, dass du mir was anfertigst. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Und dann schauen wir uns doch mal die Schwerter an. Schema hab hier. Katzensilberschwert. Ja. Verlieren natürlich ein bisschen. Naja, gut, ne? A-Zeichen, aber macht eindeutig mehr Schaden. Ich schaue mal eben noch bei den Stahlwaffen. Da wird wahrscheinlich eh nur das Katzenstahlschwert. Da brauchen wir Eisenbarren, 3 Stück. Übrigens auch 13%. Ich würde sagen, wir versuchen mal beide herzustellen. 3 Eisenbarren brauchen wir da auf jeden Fall noch. Und das stellen wir uns auf jeden Fall schon mal her. So, fehlt jetzt eigentlich noch mehr, oder? Das war das Falsche. Da ist es. Ne, 3 Eisenbarren. Hat er die da? Ich hoffe es. Stahlbarren. Eisenbarren, 3 Stück bitte. Danke. Und Stahlwaffe. Katzenstahlschwert. Und da ist mir gerade noch was aufgefallen. Wie sieht es mit der Armbrust aus? Ja, die können wir eh noch nicht nehmen. Gut, dann repariere ich mal alles bis auf die Schwerter. Das brauchen wir ja jetzt eh nicht mehr. Also alles, was ich anhabe. Bis auf die Schwerter halt. Und zerlegen. Werden definitiv die Mondklinge und Kopfjäger zerlegen. Können wir das überhaupt jetzt? Scheint mir eher nicht so. Dafür dürfen wir sie wahrscheinlich nicht ausgerüstet haben. Gut, dann verkaufen wir eben noch mal ein paar Dinge. Das Scherbenschwert können wir auch noch zerlegen, fällt mir ein. So, du kannst weg und du kannst weg und ne. Du kannst weg und du kannst weg und du konntest eigentlich nicht weg, fällt mir gerade mal auf. Oder? Ach, es war die mit 44 Vita. Die ist ansonsten eigentlich auch, bis auf Aufschlitzen ist die generell besser. Na gut, jetzt habe ich es verkauft. Ich kaufe die jetzt nicht nochmal für 439 wieder, ist jetzt egal. Ich meine, das bisschen Rüstung, da finden wir auch noch schnell was Neues. Die Axt plus 19, die behalte ich auf jeden Fall mal noch. Das wollte ich zerlegen. Deitwehen bringt uns plus 3 Schaden, bringt uns aber jetzt nicht viel, weil wir haben eh was Neues. Gut. Dann bitte einmal noch zerlegen. Und zwar dich. Und dich. Okay. So, hatte er hier noch... War er hier das mit den Schemas? Genau. Hat er auch... Kann er auch große herstellen? Nö, scheint nicht so. Aber... Wir schauen einfach mal... Wenn ich jetzt... Genau, zum Beispiel kleiner Stribok-Runenstein. So, erstmal die Bull. Ist da. Schauen wir mal. Wo ist es jetzt? Oder haben wir es automatisch? Ne, ich glaube, die lernen wir ja automatisch. Das ist wahrscheinlich unter Alchemie. Ja. Absolute wird es nicht sein. Hier vielleicht. Irgendwo drunter. Alkohol, Bomben.
Moment mal, Mondstaub können wir herstellen. Können wir nicht. Ja. Questtränke werden es auch nicht sein. Öle. Nee. Nö. Nö. Gut, Bomben können wir keinen mehr bauen, okay. Und ich hätte was vergessen. Legen wir uns die hier mal an. Und zerlegen die alten. Grüß dich, grüß dich, ey. Grüß dich, Gerald. Würdest du wohl. So, zerlegen. Genau, jetzt können wir sie auch zerlegen. Ja, bitte. Und bitte. Vielen Dank. Und leb wohl. Ist da. So, dann schauen wir mal eben, was wir da jetzt reinpacken. Chance auf Vergiften und Chance auf Verbrennen. Ich glaube, Vergiften packen wir mal in die Stahlwaffe. Chance auf Verbrennen in das Silberschwert. Oder was hat man? Chance auf Bluten jeweils, okay. Ah, mal auf beiden. Chance auf Bluten, auf einem noch Verbrennen, auf dem anderen Vergiften. Und ich denke mal, Vergiften ist gegen Humanoide deutlich effektiver als gegen Monster. Und bei Monstern wahrscheinlich eher Brennen. Ist jetzt so einfach mal mein Gedankengang. Ob das wirklich so stimmt, ist was anderes. Aber es sieht ganz cool aus. Die sehen jetzt auch wieder ähnlich aus, die Waffen. Können wir ja mal so angucken. Schick. Schick, schick. Mit den Runen da drauf, sowieso. Und wir sprechen mal mit der Waffe. Mit der Wache. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Die Leichen erzählen wir von ihnen. Wie sahen die Leichen denn aus? So was habe ich im Leben noch nicht gesehen. Und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Okay, reden wir mal über meine Bezahlung. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Gut, was kriegen wir maximal hin? Oh, deutlich. 64. Ich glaube, ich riskiere mal 30. Na gut, das müsste ich zahlen können. Vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Natürlich. Wo sind die Leichen? Die Leichen wurden begraben. Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Ach, hoffe ich. Wir haben eben schon über meine Bezahlung gelabert. Da hoffe ich doch, dass er mich bezahlt. Wir könnten hier eben nochmal beim Händler vorbeischauen, denn mir fällt gerade noch ein. Ich habe ganz vergessen. Willkommen. Zeig mal deinen Waren. Was hast du denn? Hat er Gewinnkarten? Nein, aber hier in die anderen Gegenstände mal wieder reinzugucken. Und da mal wieder ein paar Sachen zu verkaufen. Verziertes Schwert, ja, weg damit. So, du kannst weg. Du bist weg, du kannst weg. Und das, komm, das reine Silber, das verkaufe ich jetzt auch mal. Drauf geschissen, genauso wie das Xenogloss, die Abzeichen, Talisman und den Schlüssel mit dem Meerischer Lilie. Brauchen wir eh wahrscheinlich nicht mehr. Von daher ist das egal. Gut, und auf Wiedersehen. Ist da. Und mir fällt gerade ein, wir haben im Bestiarium noch gar nicht geschaut, wegen den... Ah, die weiße Dame steht auch drin. Die lese ich jetzt allerdings mal nicht vor, denn das war ja eigentlich eine spezielle von der Quest und da müssen wir soweit alles kennen. Ich scrolle hier mal kurz ein bisschen runter. Da könnt ihr auch mal Pause machen, wenn ihr es lesen wollt. Aber, ja. Waldschrate. In diesem Wald jagen wir nicht. Nie. Auch wenn das ganze Dorf hungern muss. Mullivar, Dorfälster von Hoschberg in Unteredien.
Waldschrater leben in dichten, urwüchsigen Wäldern. Sie sind sehr auf ihr Revier fixiert und Heimlichkeit und List sind ihre einzigen Jagdgefährten. Sie nutzen ihre angeborene Magie, um die Pflanzen und Tiere in ihrem Revier zu beeinflussen. Und wenn sie in Tieren auflauern, müssen sie nur nahe genug an sie herankommen, um zuschlagen zu können. Waldschrate, die alt genug sind, um die Bezeichnung Steinalt zu verdienen, verfügen über besondere Fähigkeiten und Taktiken, die sie hochgefährlich machen. Ja, interessant. Gut, dann sprechen wir mal mit dem Arzt, was der denn zu sagen hat. Ob die Leichen irgendwie, ja gut, was heißt ungewöhnlich aussehen? Sehr wahrscheinlich sahen sie ungewöhnlich aus, wie er schon gesagt hatte. Ich meine, die Wache sollte sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit Leichen auskennen. In Kriegszeiten. Und bin mal gespannt, was er uns denn sagen kann. Nee, da ist der Kaufmann. Da ist der Arzt, ne? Genau. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Die Masken im Mittelalter von den Ärzten. Ja, ja. Die toten Wachen, erzähl mir von ihnen. Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Okay, und wo wurden die Leichen gefunden? Die letzte Leiche. Wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Hatten die Leichen Wunden? Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von Abenteuern bei den Huren. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Okay. Untersuche den Schauplatz des Verbrechens mit Hilfe deiner Hexer. Klar, machen wir. Ich hatte auch nichts anderes vor. Denn was groß anderes werden wir da so ohne jetzt irgendwas wahrscheinlich nicht finden. Denn es ist ja... Ja, werden wir vielleicht doch schon, aber nicht so gut wie mit den Hexer. Das ist natürlich klar. Denn wenn die Leichen natürlich schon nicht mehr da sind und vielleicht auch schon ein bisschen länger weg sind, ist es schwierig, da noch groß was zu finden, wenn man nicht gerade Hexer ist. Leute, die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Moment mal. Bist du mager? Ich bring dich um! Ich will ihn lebendig! Was wollt ihr? Lasst mich nicht sterben! So. Nimm das! Verbrenn es! Versteck es, was du willst, aber lass dich nicht erwischen! Okay. So, es geht nicht kaputt. Nichts, so. Haftbefehl. Schau mal eben, was momentan neu ist. Eigentlich nichts. Der Haftbefehl. Was steht denn da drin? Ah, doch, ein Schlüssel. Scheinbar. Gesucht. 3 Banditen im Besitz von magischer Schmuggelware. Die Objekte sind gefährlich verboten und müssen unverzüglich zerstört werden. Lucy, auch bekannt als der Fuchs, versteckt sich auf der Tempelinsel in der Nähe der Brücke. Fritz versteckt sich in der Nähe des schiefen Hauses. Walter, zuletzt gesehen in Spitzenhalle, in der Nähe der stinkenden Hecke. Die Banditen müssen verhaftet oder an Ort und Stelle getötet werden, wenn sie Widerstand leisten. Okay. Nur wie gerade die gesperrte Stadt. Aktualisiert. Aha. Gut, wir schauen uns aber erstmal hier um. Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Ja. Hufspuren. Eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf 2 Beinen geht. Heißt, das ist schon mal ungewöhnlich. Folgen wir denen doch. Da bin ich dann mal gespannt. Ein Pferd, das auf 2 Beinen ist, ja. Das beste Angebot, weit und breit.
1 zum Preis von 2. Oder Hinweise. Die Hinweise führen alle zur Krüppel, Kati. Liegt denn hier noch? Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Okay, ja, hier ist abgeschlossen. Da müssen wir mal vorne durch. Ach, hier waren wir doch schon mal drin. Hier haben wir doch die Frau gerettet. Mal mit der Bordell geht. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Ich möchte Zeit mit einem der Mädchen verbringen. Nee, hast du von den ermordeten Wachen gehört? Noch nicht. Ich will mal eben schauen, was sie sich zu verkaufen hat. Hast du was zu verkaufen? Nichts Interessantes, gut. Dann hast du von den ermordeten Wachen gehört. Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Alle Hinweise führen hierher. Soll ich mit der Tempelwacht zurückkommen? Sag mir Wahrheit. Erstmal nicht. Du lügst, das weiß ich. Die Spuren des Mörders führen hierher. Ich lass mich von dir nicht beleidigen. Wenn du wirklich ein Fährtenleser bist, schaffst du das alleine. Leb wohl. Na gut. Dann folgen wir mal dem Parfümgeruch. Ja, auch cool, dass es hier verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt. Dass man einmal, ja, sie beeinflussen kann. Die bedrohen kann mit der Tempelwache oder halt einfach. Oh. Gut, dann schaue ich halt selber mal, ne? So, da ist der Geruch. Hey, yay, Yankee, du bist der Älteste. Also, was ist nochmal mit Volkes passiert? Ja, schön zickzack gelaufen, ne? Unsere Welt wird. Ich denke mal, Geruch, das soll einfach nur simulieren, dass sich der Geruch auch ein bisschen verteilt. Auch durch Winde und so weiter. Ein bisschen. Mal dahin. Mögen die Kobolde dir in die Grütze kacken. Ja, sind sie dann Das ist es. Das ist nicht normal. Wo bin ich? Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte. Ich muss mich ausruhen. Das sieht nicht gut aus. Von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Himmel ist. Okay, den Weg ins Haus finden. Damit habe ich ja immer meine Probleme. Tempelwache ist schon. Wenn wir hier reinkommen, hier ist auch abgeschlossen. Kann ich vielleicht mit ihm reden, dass er uns aufmachen soll? Nee. Das geht nicht. Hier ist ein Gerüst, da könnte man vielleicht hochklettern gleich, aber ich schaue erstmal von der Seite noch. Hier geht's rein. Kommen wir hier hoch? Teil auf jeden Fall. Ich vermute, das war im anderen Haus sein. Was war denn hier? Bist du verdorbener Sch... Bist du blöd? Nicht in dem hier, aber hier kommen wir doch wieder. Folgt sicher irgendeine Bestie. Ja, okay, doch nicht. Zu früh gefreut. Oh, ich wollte nicht ausmachen. Obwohl. Ja. Da drin leuchtet schon so seltsam. Ich vermute, es ist wirklich nicht so gut. Sieht so aus. Okay. Stille in Zukunft. Na, guten Tag. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Das kommt drauf an. Ich möchte erstmal mit dir reden. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig. Ich habe mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten. Ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund.
Ah. Also ich glaube ihr. Ich glaube schon, dass sie es nur gemacht hat, weil die Wachen sie töten wollten. Ich meine, so kennt man Novigrad. Man muss dabei Stadt verlassen. Du musst die Stadt, verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Das ist sehr gut. Maugrin haben wir erhalten. Könnte jetzt auch mal eigentlich hier... Okay, da können wir gar nicht reinschauen. Maugrim? Ja, gut. Ja. Oh, Moment. Wir haben uns noch was gegeben. Succubus-Trophäe. 5% Bonusgold. Bonus-Erfahrung oder Bonusgold? Ich glaube, das Bonusgold wäre generell besser. Das heißt, da würde ich vielleicht sogar auf die Belohnung scheißen und jetzt behalten. Oder behalten wir die sowieso, die Trophäe? Weiß ich jetzt gerade nicht. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Ich probiere zu speichern. Und dann teste ich es mal. Wenn wir überhaupt was auswählen können. Ich weiß, wie die Wachen gestorben sind. Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Ich schau mal eben, wie viel wir jetzt wirklich bekommen haben. Das weiß ich gar nicht mehr. 72 P, ja. 279 Kronen, schön. Dann schauen wir mal eben ins Inventar und wir haben es noch. Sehr gut. Dann tausche ich es aus. Da kriegen wir ein bisschen mehr Gold, weniger EP. Wir haben zwar auch mehr als genug Gold, aber EP, naja, wir sind auch schon ziemlich hochgelevelt. Und dann suchen wir uns mal die nächste Quest aus. Was haben wir denn da? Hexeraufträge. Das nächste wäre Stufe 20. Mysteriöse Spuren. Okay. Nebenquests. Stufe 11. Novigrad, die gesperrte Stadt. Ja, mach mal. Finde die anderen Partner, die in der Nachricht erwähnt waren, und suche nach Schlüssel. Dann machen wir das, würde ich sagen. So, 5 und... kann ich wechseln, deswegen schaue ich mal auf der Map, was das Nähere ist. Eindeutig das. Eindeutig das hier. Ja, ich glaube, wir sollten doch lieber unten lang. Sagt zumindest Navi. Und da vertraue ich dem mal. Das ist wahrscheinlich eh ein Fehler. Ich kenne es ja. Aber... er wird nicht rumgehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ja, jetzt ist es auch nicht mehr egal, welche Trophäe wir an Plötze dran haben. Seht ihr, was ich sehe? Aber ich bin mal gespannt, ob man... könnte ich eigentlich mal kurz schauen. Plötze, sieht man die? Ne, ist einfach nur ein Beutel. Schade. Schade, schade, schade. Aber gut, wie man das auch groß sehen, ist eindeutig zu klein. Gut, jetzt müssen wir den anderen finden. Da liegt doch was. Predigt eines besorgten Bürgers. Ist das jetzt eine neue oder? Was das Feuer in Asche verwandelt hat, kann der Mensch nicht mehr richten. Deshalb können wir, da wir die Kirche unsere Seelen verschrieben haben, unserem heiligen Glauben nichts entsagen. Alle, die die Wärme der heiligen Flamme kennen und sich dann davon abwenden, begehen eine Sünde, die tausendfach schwerer wiegt, als würde ein unwissender Mensch auf unseren Glauben spucken, ohne ihn zu kennen. Diese Abtrünnigen werden einen langen und schmerzhaften Tod und ewige Qualen im Leben nach dem Tod erleiden. Ein besorgter Bürger. Leck mich. Ich meine, er ist eh tot. Und schauen wir mal. Gucken wir hier rein.
Ich glaube, ich habe einen gefunden. Schon lange tot. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Okay. Aber? Achso, wir müssen ja auch nach Schlüsseln suchen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich vermute, die werden dann auch rot leuchten. Schau ich mal oben. Kann ich es irgendwie untersuchen? Nee? Okay. Seltsam. Ich vermute eher, dass hier irgendwo eine Tür dann aufgehen muss. Naja, okay. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Aber gut, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Bis dahin sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Das hilft mir sehr weiter. Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt.